Warten die schon auf mich oder was soll die Scheiße? Ach, das war doch so schlimm jetzt hier draußen. Darum will ich doch einfach gar nicht mehr weiterspielen. Jetzt laufen doch diese Flammenwerfer hier rum. Oh mein Gott. Natürlich! Ja. Stimmt ja, ich bin ja hier weg. Oh, da ist er ja schon. Spammt er einfach überall, oder? Oh mein Gott. Was sollte ich jetzt überhaupt machen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir müssen. Was ist das? Unterschlupf, ja. Die Festung sucht ja einen Weg durch die Überreste von Union, um zum Hotel im Geschäftsviertel zu gelangen. Okay. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Werde ich dieses Spiel jemals fertig kriegen? Ich weiß es nicht. Guck mal, da können wir vielleicht durch. Können wir dieses Spiel austricksen? Ach komm! In Witcher kann ich überall raufklettern. Da kann ich sogar Berge rauflaufen. So gut es ist. Ach, hier geht's. Okay. Okay. Was? Was? Welchen Ruf? Ah! Oh nein, ich bin immer noch nicht durch. Nee, ich hab's ja nicht weitergespielt. Deswegen bin ich noch nicht durch. Und hallo und wichtig. Ich hab's. Jetzt weiß ich, warum ich nicht weitergespielt habe. Oh, die Stinkmorchel hier. Geht mir auf den. Natürlich kommt er hier nicht durch. Ist auch Kacke, der Junge. Boah, was ist denn mit dir los? Was hast du für Probleme? Oh, du bist so ein. Der sieht aus wie Thaddäus. Thaddäus Kopf. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei, ohne dass er mich sieht? Wahrscheinlich gar nicht. Was willst du? Der reinigt man sich nicht mit Wasser? Ey, wenn du jetzt zu mir kommst, du bist so ein Bastard. Du bist so ein Stinkfisch. Natürlich siehst du mich, weil du Kacke bist. Renn schneller, Junge. Renn! Renn! Es speichert. Die dürfen mich jetzt nicht mehr sehen. Einfach wegrennen. Alles sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen Ja? fertig? Na, hier wurde gereinigt. Geh Schicken Sie weg! mir Koordinaten. Okay. Oh, ich krieg schon wieder Angst. Welches Spiel ist schon realistischer, oder was? Witcher ist auch total unrealistisch. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. So, bau da mal alles ein. Bis gleich. Okay. Oder Oh nein, die schon wieder. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Wie du, wa? Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir ja, damit du denn zu Alma wirst. Ach, geh doch weg. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen, wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Die Teampsychologin. Sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Wenn du zur Asia-Braut wirst, spiele ich dieses Spiel nicht mehr. Also wenn du zu dieser Horror-Asia-Braut wirst, ich spiele dieses Spiel nie wieder, wenn du dich verwandelst. Weil dann war alles, was ich gesagt habe, wahr.
traue keine Asiatin im Spiel. Ich traue dir nicht. Auch wenn du Kawaii bist, aber ich traue dir nicht. Hoffmanns Tagebuch. Oh, jetzt muss ich mal lesen, wa? Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern, aber mit Mühe gelingt es, den letzten Eintrag zu lesen. Okay, die hat eine Sauklaue. Liams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurolinguistische Programmierungen hinaus. Theodors Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodore die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Irgendwas verpasst? Nein. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams, aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodore wird ohne Zweifel seine neue Fähigkeit nutzen und Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm zu widerstehen. Okay. Traue keiner Asiatin im Videospiel. Wow, ich kenne ja, das kannst du nicht mehr spielen, tut mir leid. Sich mit Feuer reinigen und danach über trockene Haut beschweren. Ja, deswegen musste ich gerade auch lachen. Also so grinsen. Aber wir wollen eine fiese, creepy Asia brauchen. Nein, aber nicht die. Irgendeine andere, aber nicht die. Sonst traue ich nie wieder irgendeinen Asiaten im Spiel. Und die ist knuffig, aber ich will. Ach, Mann. Sind Sie bereit, Sebastian? Nein. Noch nicht. Okay. Aber warten Sie nicht zu lang. Warum? Es läuft doch keine Zeit davon. Sieht mich jetzt jemand hier? Ist hier jemand drin oder warum? Hör doch auf. Wir schauen uns erstmal um. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Da ist eine Tasse. Teetasse oder Kaffeebecher. Mysteriöser Becher. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du es, in dein Zimmer aufzubewahren. Ach so, alles, was für ihn cool ist, steckt er sich einfach in eine Tasche und stellt es in seinen Raum rein? Okay, also das mache ich jetzt auch. Wenn ich jetzt zum Supermarkt gehe und ich sage, oh, das sieht cool aus, nehme ich das mit und stelle es in mein Zimmer. diese Logik manchmal. War das nicht hier dieser komische Raum mit dem Bild, was jetzt natürlich weg ist? Ja, okay. Habe ich überhaupt Punkte? Ich habe grünes Gel, kann ich vergessen. Okay. Sehr schön zu wissen. Dann. Ja. Sind Sie bereit, Sebastian? Also, wenn du hier bleibst, dann ja. Nicht Spaß. Tun wir's. Okay. Nach Ihnen. Vor allem unser Flammenwerfer-Typ könnte aber glatt aus Metal Gear Solid sein. Ja. Ein bisschen nervig. Die ist mit draußen. Oh nein. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Ja, natürlich. Wir werden so sterben, Lady. Warum ist die so optimistisch? Wow. Ich sag ja, ist eine Hexe. Eine Hexen-Asia-Braut. Okay. Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Oh, ja, ist ja schön. Ich aber nicht. Ich muss sie verteidigen. Oh nein. Oh, gib mir Munition. Wo? Du kommst nirgendwo durch. Oh. Wo? Wir sind wo denn? Na toll. Die sind überall. Ich sehe nicht mal was. Wow! Wo guckst du? Ah! Ja, ich sehe doch gar nichts!
Na lauf! Ah! Oh, wie uncool das einfach ist. Ja, ist ja ganz toll. Gut. Das heißt, er hat Angst. Ich habe auch Angst. Ich bin gerade nervös. Stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Ist nicht dein Ernst? Ja, mach Asia Braut. Ja, natürlich. Nichts leichter als das. Die Musik wird bedrohlich. Warum? Natürlich, jetzt liegen überall Kisten hier rum. Mach doch mal auf. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Mhm. Schön für dich. Oh mein Gott. Ich kann gerade nicht in den Chat leider gucken. Kannst du mal warten? Aua, warte doch! Warte doch! Meine Haut brennt. Aber ich schaff's schon hier durch. Was soll ich sagen? Ich kann das nicht einsammeln. Was war das für ein Geräusch? Zwei Schuss, damit kriege ich nur einen weg, vielleicht. Oh, das macht mich gerade nervös. Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie! Ja, na. Beeilung, hier lassen Sie mich heiß. Na, es wird heiß, ja. Wow! Hoffmann, alles okay? Wow, Alter! Es tut mir leid! Oh, ich habe auf sie geschossen. Mach hinne? An einen guten Koch erkennt man daran, dass Tomatenmark am Türrahmen klebt. Lol. Wir müssen raus. Los. Lauf schneller einfach. Kann sie nicht rennen oder so? Laufen Sie! Rennen! Ey, wenn sie stirbt, dann werde ich aber traurig. Nein! 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 Hoffmann! Oh, das ist so! Jetzt mich heimsuchen. Nein. Oh Mann, warum sterben alle? Warum muss auch die hübsche Asia-Braut sterben, auch wenn ich Angst vor ihr habe?
Ich stoße für dich an. Tut mir leid, Yukiko. Scheiße. Dafür bezahlen. Versprochen. Was? Die arme Asia-Braut. Ja, die tut mir jetzt auch voll leid. Ich habe ihr nicht getraut, aber die war knuffig. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Oh. Mich nicht aufhalten. Ja, ich will aber, dass sie auch lebt. Wahrscheinlich wird die jetzt als Zombie wieder auf mich zukommen. Ey, wenn die auftaucht, dann hasse ich sie. Aber jetzt tut sie mir leid. Oh Mann. RIP Asia Braut. Ja, warum muss die jetzt auch noch sterben? Ich dachte, dass wenigstens sie überlebt. Blödes Spiel. Blödes Spiel. Oh Mann. Das ist ja echt doof jetzt. Sie ist jetzt Brandenburgerin. Okay. Was, das habe ich schon gelesen. Okay. Kann ich nicht sammeln? Okay. Noch mehr nun. Wow, Shadow, einfach wow. Ja. Deswegen dachte ich mir auch gerade, okay. WTF einfach. Ja, du kannst immer Salz in die Wunde streuen. Wir trauern um die arme Asia-Braut, die komischerweise Yukiko Hoffman heißt, aber okay. Also Hoffman, das ist immer dieses, ist immer dieser Name, wo ich denke, okay. Da stelle ich mir eigentlich immer einen anderen Namen vor, aber okay. Och Manu. Jetzt tut sie mir leid. Aber können wir jetzt nichts machen. Sie ist jetzt ein Rippchen für die anderen. Okay, hier ist nichts weiter, ne? Glaube ich. Ich habe so das Gefühl, hier irgendwo ist bestimmt... Oh, ich habe mich gerade erschrocken. Ist hier bestimmt irgendwo so eine Statue, die man sammeln kann. Also so ein Schlüssel, ne? Bestimmt. Irgendwo versteckt. Hundertprozentig ist hier sowas. Aber das finde ich niemals ohne Hilfe. Okay. Naja, ist ja auch nicht jetzt so schlimm. So, ich guck mal kurz. Da habe ich nichts mehr drin. Da habe ich noch was drin. Dann mache ich das mal jetzt hier hin. Okay. Mal kurz gucken. Ich streue kein Salz, ich gieße Säure. Okay, Rippchen. Die Sache mit der Asia-Braut hatte ich wohl gegessen. WTF, ey. Könnt ihr mal jetzt aufhören, die arme Frau? Die hat sich jetzt geopfert? Ich sollte vielleicht eine Spritze nehmen. Knarre ausrüsten und dann weiter.
Ich mach mal auch das Mikro ein bisschen weiter hinten. Ich schreie ja manchmal aus Schock. Ja, hallo. Ja, aber diesmal ist es anders. Sie kommen nicht davon. Ja, wir kommen jetzt. Hier gibt es zwei Wege. Warum gibt es hier zwei Wege? Wow.